Nun, da ich alt geworden bin, will ich euch meine Geschichte erzählen. Möge sie unterhaltsam sein, werter Freund, oder gar die Abenteuerlust in euch wecken, auf dass ihr euer Glück in der großen Stadt macht, so wie auch ich es einstmals tat. Es war eine bewegte Zeit damals und mehr als nur einmal recht gefährlich. 1347 erreicht eine Karawane das Abendland und bringt der Menschheit ihre schlimmste Geißel, die Pest. 1378 spalten Neid und Zwietracht die Kirche. In Avignon wird ein Gegenpapst gewählt. In Frankreich tobt der hundertjährige Krieg. Die Franzosen fechten einen verzweifelten Befreiungskampf gegen England. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation aber besteigt der junge König Wenzel den Thron. Wird er dem Unheil Einhalt gebieten? Doch von all diesen Wirren blieb unser Dorf verschont. So genoss ich unbekümmert die schönen Sommertage in den tiefen Wäldern, die unseren Flecken umgaben. Und fing meine erste Forelle. Ja, ich verbrachte wirklich eine wunderschöne Kindheit. Als ich schließlich 12 Jahre alt war, beschloss ich, mein Dorf zu verlassen und in die große Stadt zu gehen. Der Tag des Abschieds war gekommen. Meine Eltern hatten mich zum Rand des Dorfes begleitet und blickten mich nun mit einer Mischung aus Sorge und Stolz an. Alles Gute, mein liebes Kind. Und pass auf dich auf. Und lerne etwas Anständiges, damit du es zu etwas bringst. Also nahm ich Stab und Ranzen und tat die ersten Schritte auf dem staubigen Hohlweg der großen Stadt entgegen. Nach einigen Stunden Fußmarsch sah ich schon von Weitem die mächtigen Mauern und Zinnen. Da lag sie also vor mir, die prächtige Stadt, in der ich mein Glück machen wollte. Prunkvolle Bürgerhäuser wurden errichtet. Arbeiter waren damit beschäftigt, Kisten und Fässer für ihre Auftraggeber zu verladen. Das mussten wahrhaft reiche Kaufleute sein. Und in den Gassen herrschte geschäftiges Treiben. Überall gingen die Handwerker ihrem Tagwerk nach. An den Marktständen wurden Waren aus aller Herren Länder feilgeboten. Und im Rathaus, so stellte ich mir vor, wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Und also soll von nun an gesetzt sein, dass ein jeder Händler an den Toren unserer Stadt einen Zoll von 2 Talern entrichten muss. Schließlich war es Abend geworden und so suchte ich eine Schenke auf, in der ich ein Zimmer für die Nacht nahm. Glücklich schlief ich ein und träumte davon, mein Glück zu machen, hier in der großen Stadt. Ah, werter Freund, lasst mich berichten, was sich zugetragen hat. Dunkle Jahre lagen hinter uns, seit der schwarze Tod unsere Stadt mit seinen unerbittlichen Klauen umschloss. Mach schon, Kreatur, es wird bald Tag. Ich aber hatte ein Handwerk ergriffen, welches mir in diesen düsteren Zeiten wenigstens das finanzielle Überleben sichern, doch meinem Ruf und meinem Ansehen nicht unbedingt zuträglich sein sollte. Ungeachtet dessen ließ ich mir in der Stadt ein prächtiges Domizil erbauen. Mit einem Labor, in dem ein exzentrischer Gelehrter mit längst vergessenen Rezepturen mächtige alchemistische Gebräue für mich herstellte. Doch lag ein Lager der Zigeuner in der Nähe, wo gezecht, gesungen und gelacht wurde, war es oftmals vorbei mit der Ruhe, die er für die meist gefährlichen Experimente benötigte. Aber auch gegen solch anstößiges Benehmen hatte ich mir eine passende Antwort errichten lassen. Einen Kanonenturm. Meist wählte man die Opfer eines vernichtenden Kugelhagels mit Bedacht. Denn nichts blieb auf Dauer ungesühnt. Der Anführer der Zigeuner aber
zahlte teuer für seine Unverfrorenheit und endete vor seiner Zeit auf dem Totenacker, betrauert von seinen Freunden und Angehörigen. Doch ob er dort seine ewige Ruhe fand, war mehr als ungewiss. Willkommen, Kreatur! Hoho. Und damit ein herzliches Hallo an euch da draußen zum neuen Let's Play, die Gilde. Nicht die Gilde 3, wie die meisten von euch es von mir wahrscheinlich schon kennen, aus, ja, ich sag mal, 5 Staffeln und über 300 Folgen, sondern wie ich es angekündigt hatte, in dem Staffelfinale, da habe ich ja so eine kleine Botschaft versteckt. Und zwar, das nächste Let's Play ist jetzt dieses hier, die Gilde 1, und danach folgt die Gilde 2. Und zwar immer auf dem aktuellen Slot aus meinem Veröffentlichungsplan. Ihr kennt den wahrscheinlich schon, die meisten von euch, die gerade zugucken. Diejenigen von euch, die gerade zum ersten Mal hier bei mir reinschalten, guckt bitte mal meinen Veröffentlichungsplan. Den findet ihr in der Kanalinfo verlinkt, als auch unten rechts im Kanalbanner. Das ist so eine Art Kalendersystem, den ich entwickelt habe aufgrund dessen, dass ich so viele Spiele irgendwie am liebsten gleichzeitig Let's Playen würde, aber gar nicht die Zeit dafür habe. Und deswegen gibt es bei mir immer so einen wöchentlichen Wechsel an Spielen. Guckt euch ihn einfach mal an. Bei mir ist es gerade aktuell so, es sind 4 aktive Spiele, das heißt, die 8. Folge von diesem Spiel könnt ihr erst Anfang September sehen, rein rechnerisch gesehen. Alles klar, das Thema haben wir. Dann das nächste Thema ist, am Anfang einer Folge bedanke ich mich immer bei jemandem, der mich öffentlich sichtbar abonniert hat. Und das ist diesmal der Markus Meisters. Denn der Markus hat am 20.11.2021 das besagt öffentliche sichtbare Abo auf YouTube hinterlassen. Mann, ich habe heute wieder einen Satzbau vom Feinsten. Entschuldigt bitte. Warum mache ich das? Das ist ursprünglich gewesen aufgrund des 1000 Abo-Special Streams und meine persönliche Danksagung an alle Abonnenten, bis ich dann festgestellt habe, dass die Liste, die mir YouTube da mal ausspuckt, nur die öffentlich sichtbaren zeigt und nicht jeden zeigt, denn man kann über seine Einstellungen im Profil, selber im YouTube-Profil, über die Privatsphäre einstellen, ob denn die Abos sichtbar sind oder nicht. Und erst wenn sie sichtbar sind, sieht auch der Kanal selber, also der YouTuber an sich selber, dass du ihm ein Abo dagelassen hast. Also, so viel dazu. Dann das nächste Thema. 2002 ist dieses Spiel hier erschienen, also haben wir hier ein Oldie but Goldie zu liegen. Das Spiel ist über 20 Jahre alt, ist von 4Head Studios damals entwickelt worden, als ursprünglich geistiger Nachfolger von Defoga 2 gedacht. Natürlich hier und da sind Änderungen reingekommen und einfach ein paar Abspaltungen bzw. Abhebungen von der Masse abheben wollte man sich so ein bisschen. Und das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen das Tutorial wieder mir angeguckt. Problem ist nur beim Tutorial, wie ich festgestellt habe, das ist sehr unvollständig oder ich habe Sachen nicht gesehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall starten wir jetzt mal rein. Kleine Info noch vorab, es ist Pilotfolge, die geht bei mir eine ganze Stunde. Normale Folgen gehen dann also innerhalb der Woche dann wieder eine halbe Stunde. Und die Sonntagsfolge dann eine Dreiviertelstunde aufgrund dessen, dass darauf die Woche ja nun wieder das nächste Spiel folgt. In dem Fall ist es Survival Fontaine of Yov. So, ich bin Berliner, wie man hört, deswegen gehe ich nach Berlin. Hier haben wir maximal 6 Dynastien, eine mittlere Schwierigkeit. Ich will es auch nicht ganz so leicht haben, wenn ich auf die Fresse fliege, fliege ich auf die Fresse. Und Bauplätze sind durchschnittlich viele, so wie ich verstanden habe, und keine Besonderheiten. Wir können mal kurz gucken. In Kölle sehe es zum Beispiel so aus, kurze Wege zum Kräutersuchen. Also bietet sich in Kölle natürlich dann demzufolge auch der Medizinmann an. Dann haben wir sehr viele Bauplätze, sehr leicht. 4 Dynastien ist also eigentlich die perfekte Startstadt. Hannover, weite Wege zum Marktplatz ist eine Besonderheit. Schwere Schwierigkeit, sehr viele Dynastien, wenig Bauplätze. Nürnberg ist schon wieder eher so ein gemischtes Ding. Es ist zwar schwer, man hat aber viele Möglichkeiten, wie ich sehe. Obwohl, in der Stadt hat man viele Möglichkeiten, außerhalb der Stadt weniger. Was haben wir hier noch? Erhöhte Konkurrenz bei Spielstart. Aha, okay. Na gut. Dresden, was haben wir da noch? Mittel, Bauplätze viele, starke Konkurrenz. Okay, nee, ich gehe einfach nach Berlin. Siehst du, ich muss jetzt hier nicht durch das halbe Land reisen. Ich will bloß ein Spiel spielen. So, Gegner, kann ich die einstellen? Tatsache. Ich lasse die mal alle auf normal. Mal gucken, ob ich es bereuen werde oder nicht. Apropos auf die Fresse fallen. Liebe Zuschauer, auch wenn bestimmt viele, viele Experten unter euch sind, was dieses Spiel angeht, bedenkt bitte, das Spiel habe ich zuletzt vor über 15 Jahren gespielt und zuerst vor über 20 Jahren. Ich bin jetzt 33, also selbst damals habe ich das Spiel noch gar nicht verstanden.
also von meinem damaligen Intellekt her. Und von daher, verzeiht es mir bitte schon mal vorab, wenn ich grundsätzliche Fehler mache, kein Min-Maxing mache, also wirklich alles maximal ausreißen auf dem Spiel, um auch den letzten Cent irgendwo rauszuquetschen. Ich will Spaß haben. Und diesen Spaß möchte ich mit euch teilen. Regt euch also bitte nicht auf, wenn ich doch mal ein paar Sachen falsch entscheide oder falsch verstehe. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich eine Aussage treffe, die überhaupt nicht zutrifft. Aber bitte, bitte, bitte schreibt mir nicht einen halben Roman als Kommentar darunter, wie das Spiel richtig funktioniert und was ich alles falsch mache und so weiter und so fort. Es geht hier bloß um Spaß haben. Das wollte ich bloß mal angemerkt haben, da ich das immer und immer wieder in den letzten Jahren bei anderen Projekten erlebt habe, dass ein paar Leute, die zuschauen, sich das doch ein bisschen zu sehr zu Herzen nehmen, wenn man es nicht so macht wie sie. So, weiter geht's. Ja, wir starten auch normal, auch wenn ich hier vollkommen blind gerade reinrenne, mehr oder weniger, abgesehen vom Tutorial. Die historischen Ereignisse, die historischen Nachrichten, ja, die sind interessant. Ich finde aber, persönlich stören sie meinen Spielfluss ein bisschen, wenn ich gerade einen Gedanken habe und was erledigen möchte. Und dann kommt so eine ellenlange Nachricht rein, von daher verzeiht's mir, ich lasse die historischen Nachrichten diesmal raus. Das sind eigentlich so an sich so eine schöne Pergamente, wo tatsächlich passierte historische Ereignisse, zumindest auf dem damaligen Wissensstand von vor 20 Jahren bei Geschichtsstudien, dann hier nochmal beschrieben werden, was passiert ist. Beispiel Martin Luther und so eine ganzen Geschichte, ne? So, was haben wir hier noch? Ihr könnt euch nun entscheiden, ob ihr krank und frei... Moment, ob ihr krank und frei in den Tag hineinspielen wollt? Krank? Nee, das ist kein K. Mist, altdeutsche Schrift, oh Gott. Warte mal, was ist das für ein Buchstabe? Ob ihr irgendwas und frei in den Tag hineinspielen wollt, mit Aufträgen gegeneinander spielt oder miteinander eine komplexe Aufgabe löst. Das ist wie, okay, ich sag mal mittlere Aufträge. Ich hoffe, das wird jetzt nicht blöd, ne? Ach so! Ach, nee, alles gut. Ich dachte, es kommen dann random Aufträge rein im Sinne von stelle das und das her und liefert das bis da und dahin. Aber das ist dann halt, das ist eine Zielsetzung. Nee, nee, ich mach Freispiel. Ich will zurück, wenn's zurück, Freispiel. Wie gesagt, ich habe jetzt vor den Aufnahmen nur kurz reingeguckt ins Tutorial und hier einmal kurz getestet, ob denn neue Spielstarten so funktioniert. Deswegen steht mein Name da auch schon drin. Wir sind natürlich Robin. Enter? Ja? Enter! Hallo? Geht doch. Familie Delestat, die wir schon aus Gilde 3 kennen. Nein, warte, zurück, ein zurück. Da fehlt wieder das T. Und wir starten männlich. Katharisch oder katholisch? Ich starte einfach mal klassisch als katholisch. Nehme ein schwarzes Banner und möchte meinen Stammbaum nicht bestimmen. Das lasse ich automatisch machen. Und ich sage einfach Alchemist. Bei Stammbaum bestimmen kannst du dir einfach bloß aussuchen, die Mama und den Papa von dem jeweiligen Spielcharakter, den du spielst und welchen Beruf die vorher hatten. Also wenn ich jetzt Alchemist nehme, ist es bestenfalls so, dass du halt die Mama und den Papa, dass die beide Alchemisten sind. So, im Frühling 1400 stehen euch eure Angestellten von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends zur Verfügung. Habe ich überhaupt meinen Timer gestartet? Moment. Nein, dann starten wir ihn jetzt, dann kriegt ihr schon mal eine schöne fette Überlänge. So, die Aktionspunkte APs genannt, 4 Stück haben wir davon. Ihr verfügt in diesem Jahr über 4 APs. Auf das Thema APs kommen wir später noch. Los geht's. Mehr oder weniger. Wow, ich bin schon voll drin. Bin schon drin oder was? Ach Mist, bei Pause geht das nicht. Okay. Ich benutze mal die Plus- und Minus-Tasten, um sehr langsam zu machen, weil ich auch erstmal ein bisschen die Steuerung kurz erklären möchte. Ihr seht schon, am Bildschirmrand kann ich hin und her schwenken. Das ist für mich aber gerade ungünstig, weil ich habe das Spiel jetzt so eingestellt bekommen, dass ich jetzt halt wie eine Art Fenstermodus spiele, damit ich, auf meine anderen Monitore zugreifen kann, Tastenbefehle geben kann, und so, also Tastenkürzel und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mal ein bisschen rumgeguckt. Man kann auch, wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält, ebenfalls hin und her scrollen. Ist ein bisschen hakelig bei mir, weil meine Maus ein kleines Problem hat momentan, was aber hoffentlich bald gefixt ist. Gleichzeitig habe ich aber auch den Vorteil, wenn ich jetzt noch bei rechter gedrückter Maustaste die linke drücke, kann ich auch schwenken. Ah, es ruckelt gerade ein bisschen, ich weiß. Kann auch daran liegen, dass das Spiel eigentlich vielleicht gar nicht so unbedingt auf die Maus geeicht war. Das ist nämlich die Steam-Version von der Gold-Edition hier. Nun gut, wo bin ich? Wer bin ich und was mache ich hier? Ist das schon meins?
Ich habe jetzt Archimist gestartet. Das ist meins. Okay. Es gibt noch andere Schaltflächen, wie ich darüber reinkomme, aber gut. Es ist jetzt wie spät. Gleich ist Arbeitsbeginn. Das ist schon mal gut. Da gucken wir uns doch schon mal an, was wir machen wollen. Denn ihr habt es gerade gesehen, ich bin hier hinten auf meinen Betrieb raufgegangen. Auf dieses... Ich gehe noch ganz zurück. Hier auf dieses Hämmerchen, das ist Anmischen. Wir haben hier auch andere Möglichkeiten. Meisterbrief, der ist noch nicht vorhanden. Darauf kommen wir später nochmal. Wenn ich jetzt hier nach links gucke, zum Beispiel, habe ich hier auch unseren Karren. Ich habe hier auch ein Personalbuch. Apropos. Wir haben schon einen Christian da, der ist noch Lehrling. Alles klar, wir haben noch keinen Meister. Wie gesagt, darauf kommen wir später noch. Behandlung, Niveau, Prämie. Wo ist mein Startkapital? 750 Pfund. Moment, wir müssen erst ein paar Verkäufe machen. So, ich würde gerne jetzt hier rüber gucken. So. Hier drüben haben wir noch unser Warenlager. Das ist später auch noch ganz wichtig natürlich. Aber jetzt sage ich erstmal, was hergestellt werden soll. Also, wir haben die Möglichkeit zwischen Bomben, Ausdauertränke und Farbe. Die Farbe kostet uns diese beiden Kräuter hier. Das sind Lavendel und Jasmin. Jeweils eins. Der Ausdauertrank ist dann zweimal Jasmin und einmal Lavendel. Und die Bombe kostet mich Farbe und ich glaube, das hier ist Eisen. Zeigt er mir gar nicht als Tooltip an, was das ist. Oh. Na gut. Jo, Arbeitsbeginn. Christian ist da. Okay. Christian, ich hätte gerne, dass du... aufhörst, mir so komisch ins Ohr zu stöhnen und Ausdauertränke herstellst. Ah, stimmt. Ich glaube, ich weiß, warum das gerade so laut war. Ja, ja, ja. Ich musste im Tutorial musste ich die Sprachausgabe sehr laut machen, weil der Typ war so gut wie gar nicht zu verstehen, der Vorleser. So, was wir gleich mal machen werden, ist speichern. LP01. Let's play? Er speichert nicht. Ah! Das andere Enter muss ich nehmen. Das Enter im Buchstabenblock und nicht im Nummernblock. Alles klar. Ja, ich möchte es überschreiben. Danke. Oh! Das wäre jetzt blöd gelaufen, wenn das nicht gespeichert hätte. So, Christian ist fleißig am Herstellen. Das ist schon mal gut. Wie lange dauert das jetzt? Oh, der wird ein Weilchen dauern, wa? Aber gut, wir haben auf jeden Fall noch erstmal gut Ressourcen da. Das heißt, ich kann jetzt erstmal in der Zeit hier raus. Ich will hier raus. So. Wo bin ich jetzt? nee, das ist ein Gebäude. Wo war es denn nochmal? Das ist Stadtinformation. Inventar. Moment, ich krieg's noch raus. Stammbaum. Da. Da bin ich. 16 Jahre alt sind wir. Das ist mein insgesamtes Vermögen. Also da ist mein Barvermögen und die beiden Gebäude reingerechnet. Also sprich die Tinkturerei und auch unser Wohnhäuschen. Handeln und Handwerkskunst ist aufgrund meines Berufs schon meine größte Stärke. Die anderen Sachen noch nicht. Dazu kommen wir später nochmal. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, okay, dann haben wir um Ehepartner werben. Erlaubter Wohnsitz. Anklage erheben, jemanden erpressen, eure Berufe. Nee, um Ehepartner werden. Wir brauchen ja auch eine Frau. Da haben wir die Elfriede ohne Amt. Die Eva, Ratsassistentin. Wer mag mich denn am meisten? Anscheinend sie, ne? Sehe ich hier, wie alt sie ist? Warte. Ah, rechte Maus hast du drin gehalten. 15 Jahre? Oha. Laienpredigerin. Bei ihr ist Handwerkkunst relativ hoch. Sie hat sehr hohe Rhetorik, okay. Ebenfalls katholisch, ledig, ein kleines Vermögen hat sie. Ist allerdings auch schon Bürgerin. Ich fange schon mal an. Wollt ihr wirklich um Elfriede Knochenhauer werben? Das würde 6 Jahre dauern. Bedenkt, dass sich diese Zeit auch verlängern kann, sollte euer Ansehen und Vermögen sinken. Oder dass der umworbenen Person steigen. Nun, seid ihr immer noch entschlossen? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, was ich gemacht habe, aber ich brauche eine Frau. Problem ist nur, ich sehe mich selbst nur ins Wunde. Oder? Moment. Kann ich irgendwie Doppelklick machen auf ihn? Nee.
Okay. Na gut, gucken wir uns noch ein bisschen um. Was haben wir hier? Titel Herr. Erlaubt es euch, eine Hütte oder ein Haus zu bewohnen? Okay. Anklage erheben möchte ich nicht. Meine passen auch nicht. Meine Berufe. Meistergrad Nummer 1. Erster Meistergrad. Tinkture und Meister. Okay. Da können wir später noch mehr draus machen. Aber jetzt frage ich mich, ist er jetzt permanent damit beschäftigt oder könnte ich auch in mein Haus gehen? Ist das mein Haus? Ja, Robins Haus steht da. Ansonsten muss ich das Umwerben doch nochmal abbrechen. Denn ich würde gerne mein Verhandlungsgeschick verbessern. Das mache ich hier an meinem Schreibtisch. Wir gucken uns mal hier drinnen noch ein bisschen um. Hier drin könnte ich nämlich auch meine Handwerkskunst verbessern, wenn ich das wollte. Ich könnte auch aus dem Fenster stürzen. Das sollte ich allerdings nicht machen, weil das endet tödlich. Dann haben wir hier noch einen neuen Meistergrad erlernen, was ich momentan noch nicht möchte. Hier können wir Spionage machen, genau. Und hier Beweise sichten. Also die Spionage kann ich machen. Ich kann damit meine Nachbarn beobachten und die Beweise, die gesammelt sind, sehe ich dann hier. Okay. Und hier ist nochmal Handwerkskunst. Nee, ich würde gerne, wenn es okay ist, darf ich oder muss ich dazu... Dieses Talent kann euch zu so manchen Preisvorteil bei euren Geschäften verhelfen. Genau deswegen möchte ich das machen. Zudem werdet ihr erfolgreicher spekulieren, je besser ihr dieses Talent beherrscht. Wollt ihr euch für 4 AP, das sind ja die besagten Aktionspunkte, mit einer Fachlektüre zurückziehen, um eure Fähigkeiten im Talent verhandeln zu vertiefen? Jo. Okay, das geht gleichzeitig. Gut zu wissen. Dann hoffe ich ja mal, dass die Elfriede nach 6 Jahren sagt, hey, irgendwie mag ich dich ja. Achso, Rechtsklick war das wieder, ne? Ja. Ach Mensch, ich habe ja noch auf sehr langsam laufen. Entschuldigt bitte. So, wir schauen mal, wie es jetzt in unserer Tinturerei aussieht. Ne, das ist der Tresen, Robin. Da, wir gehen mal im Lager gucken. Ja gut, bisher nur ein Stück. War aber zu erwarten. Hier seht ihr schon, kann ich Kapazitäten erhöhen und Lagerplätze ausbauen. Also hier mehr Slots hinzufügen. Oder halt auch die Slots selbst größer machen. Das ist hier drüben einmal ein Rohstofflager, Produktlager und die Kapazität im Allgemeinen. Habe ich jetzt aber noch keinen Bedarf, wenn wir ehrlich sind. Stattdessen gucke ich mal an die anderen Erweiterungen, die hier machbar sind. Wir haben die Vitrine gerade schon draußen gesehen. Rechtsklick drauf, gedrückt halten. Keine Effekte außer Gold- und Bauzeit. Wir haben aber auch ein Kräuterregal. Dieses Kräuterregal ermöglicht mir 10% erhöhte Ausbeute von Kräutern. Die muss ich natürlich sammeln, damit wir auch weitere Farbe herstellen können. Deswegen sage ich, wenn es jetzt nicht zu teuer ist, für 60 Gold. Gold vor allem, mit U, genau. Bau das Ding. Das macht er von selbst, finde ich wunderprächtig. Vorhänge wiederum. 30% Unfallschutzbonus für Angestellte. Das ist sehr wichtig, wie ich finde. Wenn passiert nämlich ein Unfall und der verletzt sich oder wird krank, kann der die ganze Zeit nicht für mich arbeiten. Aber ich muss für ihn bezahlen. So, während das hier läuft, kann ich ja bloß mal erklären, so wenn das hier durchgelaufen ist, Kräuterregal, wären mir diese 2 Stränge ebenfalls freigeschaltet. Und soweit ich weiß, gibt es da kein Ausschusssystem. Also ich kann dann auf beiden Seiten alles dazu holen mit unterschiedlichen Effekten. So, ich wollte nicht das gesamte Ding verlassen. Moment. Ich wollte mal ins Personalbuch. Was kostet uns der Christian momentan eigentlich? Kann ich das sehen? Ich sehe bloß hier sein Vermögen, seine Werte. Achso, hier. Insgesamte Lohnkosten habe ich 56. Das ist dann pro Jahreszeit gerechnet. Also pro Tag. Also ein Tag ist ja eine Jahreszeit und so weiter. Wenn ich eine Prämie auszahlen möchte... Warum ist Prämie? Das hier ist seine Meinung von mir. Je besser die Meinung ist, desto effektiver arbeitet er. Je schlechter die Meinung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann sagt, weißt du was? Hier hast du meinen schönsten Finger ins... In einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Danke. Hier hast du meinen schönsten Finger ins Gesicht gedrückt. Ich gehe jetzt. Wäre dann, wenn er mich nicht mehr mag. Deswegen würde ich sagen... Eine Prämie in Höhe... In einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Bleibt mal jetzt ruhig da hinten. Eine Prämie in Höhe von circa der Hälfte, was sonst sein Gehalt wäre... Soll er bekommen. Kann ich mir momentan noch leisten. Freuen sich über die Prämie und werden euch fortan wohlgesonnen sein. Das muss natürlich jetzt erstmal ein bisschen wirken, bevor hier der Effekt da ist. Ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln, ein wenig steigern können. Übt nachgiebig weiter.
dann werdet ihr bald eine signifikante Verbesserung spüren. So, jetzt hören wir ihn auch besser. So, nun haben wir ja auch mal unseren Karren. Drei Stück liegen drin für einen Preis von 249. Hier haben wir auch dann den Durchschnittspreis der Rohstoffe zu stehen. Wo ich im Übrigen sehe, dass wir auch dann bald schon Jasmin holen müssten. Ich sage jetzt aber erstmal, ich möchte hier drei Tränke aufnehmen. Wie mache ich das eigentlich hier? Ich halte die linke Maustaste gedrückt und dann ziehe ich hoch und runter sozusagen. Ich glaube, das ging auch mit Einzelklicks. Moment. Eins, zwei, drei. Genau. Jetzt liegt da aber schon der nächste. Wunderbar. Und dem sage ich jetzt, wenn ich ihn selektiert habe, also wenn er so hell aufleuchtet, der soll losfahren. Ziel. Dieser Marktplatz hier, der ist ja gleich ums Eck. Zack, los fährt er. Ich komm gleich wieder. Macht schön weiter, Christian. So, hier drüben sehen wir sogar fahren. Invertierte Mausräder. Da fährt er mit unseren vier Ausdauertränken. Robins Karren steht auch da. Kameraverfolgungsmodus gibt's glaube ich nicht, ne? Nee. Da ist man schon wieder zu verwöhnt von Gilde 3, ne? So, ist er denn jetzt da? Ja. Doppelklick drauf, nimmt doch einfach alles in die Hand und ich kann es verkaufen. Allerdings nicht hier, sondern hier, bei Duft und Kraut. Zack. Haben wir doch erstmal unser Vermögen mehr als verdoppelt, ist doch wunderbar, richtig ist das. Entschuldigung, jetzt habe ich mich kurz verschluckt, Entschuldigung. Jetzt kann ich endlich mal gucken, das ist tatsächlich Eisen und nicht Silber, was wir bräuchten für die Bomben. Nee, noch nicht. Ich sag ihm mal, er soll wieder zurückfahren. Du, Ziel, in den Betrieb zurück. Und dann würde ich jetzt gerne erstmal hier in meinem Haus über Optionen nicht renovieren lassen, sondern neue Räume einrichten. Nee, was waren das? Anbauen. Genau, hier haben wir nämlich auch so eine Sachen. Zum einen hätte ich gerne dieses Portal. Dieses Portal selbst hat die Auswirkung, dass ich pro Tag, Jahreszeit, wie auch immer, einen AP-Punkt mehr zur Verfügung habe, den ich dringend brauchen werde. Deswegen sage ich jetzt schon mal 300 teures Geld. Tschüssikowski, war schön mit dir. Der Rasen bringt uns noch einen Ansehensbonus. Für weitere 300 Gold gebe ich die in Auftrag. Brennnesseln, sind die auch für 300? Ja. Kamin auch, wa? Ab 240. Na gut, damit müssen wir noch ein bisschen warten bis zum nächsten großen Verkauf. Nee. Achso, hier sehen wir die Auswirkungen natürlich aller bereits laufenden Effekte. Gehen wir wieder raus. Gehen wir wieder raus. Gehen wir mal wieder hier rein. Achso, ich muss übrigens nicht immer ins Gebäude rein, um den Karren zu sehen. Ich bin gerade dabei zu verlassen. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, habe ich hier auch Transport zur Verfügung und kann dann auch direkt schon hier drüber alles steuern. Nur die Produktion glaube ich nicht. Genau, die Produktion war glaube ich noch nicht darüber steuerbar. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, die Leute haben schon Feierabend, oder? Ja? Ist aber nicht schlimm. Stattdessen würde ich nämlich sehr gerne einen Lagerplatz hinzufügen. In Rohstoffe, genau. Für 250 Gold. Damit hier ein Slot mehr auftaucht, damit ich nämlich auch die Produktion ändern kann. Abbruch? Nicht? Okay. Achso, Zeit nach Hause zu gehen. Na gut. Gute Nacht, John Boy. 23 Uhr? Die Nacht ist doch noch jung. Da hätten wir doch ruhig noch so bis 3 oder so. Na gut. Hier haben wir unsere Jahresübersicht. Klar, wir haben einiges investiert. Deswegen sieht die Bilanz jetzt auch nicht unbedingt so gut aus. Ich habe jetzt nur ein Barvermögen von 520 nach meinen ganzen Ausbauten und der Lohnzahlung, ne? Ein Verlust von 201 habe ich insgesamt gemacht. Aber ihr habt es gesehen, der erste Verkauf hat gut Geld eingebracht und das meiste davon konnte ich gleich schon wieder verwenden. Ja, mehr als das so rum konnte ich verwenden für weitere Investitionen. Natürlich haben wir aber auch eine Steuer zu zahlen, die Umsatzsteuer. Damals nur 10%, wer daran noch denken mag. Uiuiuiui. Aber gut, Kirchenzehnt, der war damals auch schon vorhanden, ja. Weiter geht's. Jetzt habe ich wieder volle 4 APs, wunderbar. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Das ist schön. Jetzt möchte ich aber hier erst noch die Produktion. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Schön mal. So, und zwar
Wenn ich jetzt die Bomben herstellen möchte, werde ich jemanden brauchen, der die Farbe herstellt und die Bomben herstellt. Vorher wiederum wäre es noch ganz cool, wenn ich auch wieder Rohstoffe hätte. Weil viel ist es gerade nicht. Ja. Kann ich denn jetzt ihm sagen, dass er damit aufhören soll? Das haben sie mir dummerweise im Tutorial nicht erklärt. Dann sage ich ihm jetzt einfach, er soll Jasmin holen gehen. Macht er nicht. Kann das nicht bis morgen warten? Jetzt hat er sich auf Farbe umgestellt. Ah, guck mal, der Lagerslot ist da. Moment, jetzt mache ich doch wieder auf was falsch, wa? Wie war denn das nochmal? Das war nicht hier bei Anmischen. Genau, das war hier in Kredenzien suchen. Okay, warte. Kumpel, geh erstmal Jasmin holen, bitte. Hier. So. Genau. Dann stellen wir mal den nächsten ein. Für 168 Gold. Gold, ihr wisst schon, einen Adepten. Es dauert eine Weile, bis da einer kommt. Und eigentlich könnte ich derweil schon mal den Handkarren nochmal zum Marktplatz schicken. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Oh, hallo, Elisabeth. Bitte nicht so ins Ohr stöhnen. Danke. Kann ich bei dir jetzt nicht die Informationen abrufen? Ah, hier. Auch ledig. Kein Meistergrad? Also, ich bin jetzt nicht wählerisch. Hauptsache, wir haben Nachwuchs. Egal. Wenn die doch schon da ist, dann kann ich ihr erstmal schnell den Befehl geben, dass sie bitte die Farbe herstellen soll. Hallo? So. Jau! Die ist voll motiviert, die ist voll dabei. Natürlich habe ich jetzt hier unten nicht wirklich Platz. Also schicken wir den Markkarren wieder mal zum Markt. Ja. Und dann bin ich jetzt ganz frech und hole den nächsten dazu. Das wird jetzt echt hart ins Geld gehen und ich muss mich beeilen, dass ich noch in dieser Runde noch ein bisschen was verkaufe, sonst habe ich bald finanzielle Probleme. Weil wir haben ja auch noch die Prämie. Ah ne, Moment, die muss ich pro Jahreszeit angeben. Kommt zu euch. Sehr schön, Christine! Die Christine ist hier. Hauptsache, das wird jetzt nicht auch von Sony geklämt. So. Natürlich habe ich kein Eisen. Darum kümmere ich mich aber gleich. Ja? Ja, Christine, du wirst dann bitte... Dazu fehlen euch benötigte Rohstoffe. Ach, das geht so nicht. Okay, dann machen wir so. Zwei Leute, die erstmal die Farbe herstellen. So, unser Handkarren müsste ja schon am Marktplatz sein. Exactement. Verkaufst du bitte das? Werden hier nicht... Achso, ich bin noch am Falschen. Ja, ja. Da, da, da. Und einkaufen tun wir Eisen. Achso, nee, nicht alles. Ach. Machst du erstmal nur 10. 10. Zack. Und ab nach Hause mit dir. Ihr seid der Meister. Ja. Da hast du wahr. Achso, Moment. Robin. Dich müssen wir natürlich jetzt auch wieder ein bisschen in Handwerkskunst schulen. Durch dieses Talent könnt ihr die Angestellten in euren Betrieben anleiten und nötigenfalls auch antreiben. Je besser ihr dieses Talent beherrscht, desto effektiver werden eure Angestellten arbeiten. Wollt ihr? Ich will. So, alte Gewohnheit von mir, dass wenn ich irgendwas vorlese, dass ich gleich immer alles erstmal auf langsam schalte. So. Ist er schon da? Finde ich gut. Nee, Doppelklick war das, liebes Spiel. Dankeschön. Alles klar. Dann gehen wir jetzt dahin. Dahin, dahin. Und dann bin ich hier wieder falsch. Moment. Christine. Mach du bitte die Bomben. Ja, ihr seht schon, die bringen doch mal was ganz anderes ein hier an Geld. Der Ausdauertrank vorher 315, hier haben wir 624. Und für ein Eisen zahle ich im Durchschnitt 22. Ich glaube, ich habe sogar tatsächlich 24 gezahlt im Einkauf. Und selbst wenn ich mal zu viel Farbe haben sollte, kann ich selbst auch die verkaufen gehen, einfach. In der Theorie.
Ach, Christian ist schon zurück. Ja, wunderbar, Christian. Helf mal, die Bomben herstellen. Dann geht das nämlich jetzt nochmal schneller, wenn zwei Leute dran arbeiten. Und Christian ist ja auch unser erfahrenster Angestellter im Moment. Theoretisch müsste ich da mal nächste Jahreszeit hier nochmal... Ah ne, Quatsch, muss ich gar nicht. Ich habe ja nur zwei Endprodukte, alles klar. Logisch, weil die Farbe selbst nimmt er nicht als Endprodukt, die nimmt er ja als Rohstoff wieder. Sehr schön. Schön durchdacht. Für ein 20 Jahre altes Spiel. Warte mal, da hat jemand... Oh, da hat aber jemand den Markt gerade gesättigt. Mist. Der Preis ist ja mal richtig schlecht geworden jetzt für mich. Manu. Na gut. Wir können mal wieder ein bisschen gucken. Nee, das war nicht hier. Wo war denn das? War das hier? Da war doch irgendwas mit wichtige Personen oder so. Nee, auch nicht. Wo war denn das? Ah! Das ist Inventar. Steuerung. Stadtinformation. Auch nicht. Mist. Es geht nichts mehr. Alles kaputt. Achso, ich bin noch im Inventar, deswegen. Ah. Eine Stadtstatistik, okay. Wie gesagt, Leute, das Spiel ist ewig her für mich, dass ich das gespielt habe. Wie kann ich das Ding wieder schließen, bitte? Danke. Was macht er nur? Hallo? Nein, stopp. Er steuert hier automatisch die Kamera. So, danke. Bauen möchte ich erstmal noch nichts, zumal ich mir das so gar nicht leisten kann. Ah, hier war das Handgeld für den Neuangestellten, genau. Und hier ist hier der Bericht, dass er uns für 10 Jasmin gebracht hat. Ich wollte... Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Übt euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Danke. Aber eigentlich wollte ich was anderes nachgucken. Wie war denn das? Ach, hier steht auch noch, dass er um sie wirbt. Okay, das ist schon mal gut. Ich suche gerade. Ehrlich gesagt. Mist. Ich weiß nicht mehr, was ist. Egal, wir gucken erstmal, ob jetzt langsam aber sicher mal was da ist zum Verkaufen. Zwei Bomben sind schon da. Aber der Preis ist so bescheiden. Ich glaube, ich warte noch bis 9 oder so. Vielleicht habe ich bis da ein bisschen mehr Glück. Ja. Nee, was ich jetzt eigentlich gesucht hatte, war etwas über die interessanten Personen. Jetzt klicke ich da wieder drauf, ich Idiot. Schneller Vorlauf? Nein. Ah. Gut zu wissen, dass das darüber geht. Und gut zu wissen, dass auch eine digitale Uhr darüber angezeigt wird. Okay. Wie gesagt, Leute, ich lerne das Spiel auch gerade wieder neu kennen für mich, ne? Wartet mal. F12 hat mir ja immer dann die Kurzwahltasten gezeigt. Vielleicht Verwaltungshaus? Wo ist denn das? Ach, ich lande instant drin, wenn ich F2 drücke. Okay, ich dachte, ich renne da erstmal rüber. Verkaufsstelle Gebäude. Tagesordnung? Nee, hier war das auch nicht. Gehen wir wieder raus. Moment mal. Ich mach mal kurz hier langsam. Ach, guck mal, einer schau, da drin wird schon gebaut. Hier waren nur so Infos. Okay, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Was ich suche, ist, es gab für meine Persönlichkeit selbst interessante Gebäude. Nicht Gebäude, Personen. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich darauf komme. Das ist ja bauen, Amtsübersicht. Ach, alles klar. In der Amtsübersicht gibt es wichtige Personen und hier finde ich auch Freunde. Christine Nock. Gegner. Ich guck nur nicht, dass jetzt zufällig die Elfriede, die wir umwerben wollen, unsere Gegnerin ist. Oh, der Nachtwächter ist ein Feind von uns. Und der Obrist, ach du Heilige. Und der große Inquisitor und Spitzelin. Alles klar. Fängst an, sofort erstmal alles Feinde. Ach, wir sind sogar schon verlobt. Oh ja, schön. Das ist gut. Okay. Gut, jetzt aber mal schnell.
Hier ist es Marktplatz. Transport. Naja. Hätte auf jeden Fall besser sein können. Aber ich brauche jetzt eben mal so schnell wie möglich noch ein bisschen Knete. Jetzt ist eigentlich Feierabend. Aber der Marktmann, der Karren läuft noch, ne? Bitte sagt mir, dass der jetzt nicht Feierabend hat. Er läuft noch, gut. Da rennt er. Aber oh, wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt vielleicht doch noch einen guten Preis. Schauen wir mal. Er müsste nur mal langsam da ankommen. Das wäre sehr praktisch. Nein! Mist. Da rutsche ich jetzt ins Minus wahrscheinlich. Parfumen. Oh, noch genau 61 übrig. Wow. Naja, klar, wir haben jetzt sehr viel Löhne auch zu zahlen. Also einmal waren ja die Handgelder selbst da. Nee, das ist ja das Handgeld. Genau, okay. Das ist ja schon das Handgeld hier, die Löhne. Hat er auch einen guten Einkauf? Ja, okay. Ach, ich habe doch nur 20 für das Eisen bezahlt. Ja, klar. Verhandlungsgeschick. Ah, die Steuer, die haut auch nochmal rein. Ah, nee. Hier sind jetzt die richtigen Lohnkosten. Das war bloß das Anwerbungsgeld. Okay. Na gut. Aber gut, vielleicht haben wir jetzt bessere Preise. Und zack, jetzt haben wir 5 AP, weil ihr wisst ja, ich habe ein Portal gebaut. Weiter geht's. So, neuer Tag. Ist er schon da? Nee, ist er nicht. Ja, er hat wahrscheinlich noch gar keinen Arbeitsbeginn. Doch, hat er. Wo kann ich denn die Bomben verkaufen überhaupt? Ja, hier. Sind das miserable Preise, ey. Aber gut, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Geld auf der Tasche. Dann nimmst du nochmal ein bisschen Eisen mit. Machen wir diesmal nur 5. Na los, hoch mit dir. Geht denn das jetzt nicht? Okay. Ist nur 1 auf Lager? Oh! Oh! Ja, okay. Warte mal, haben wir nicht auch eine Mine in der Nähe? Arbeiterkarte, Arbeiterhütte, ja, was ist das? Pfeiltasten? Da. Ah ne, ihr geht auch mit der rechten Maus, dass ich die gedrückt halte. Waldstück, Schenke. Ja gut, das ist ein Brunnen, erkennt man auch so. Raubritterfeste. Hier hinten ist eine Mine. Höhenschlund. Okay. Das ist ein ordentliches Stückchen, ne? Na gut. Habe ich dich jetzt nach Hause geschickt? Nee. Huch. Nee. Abwählen. So. Zack, geh erstmal nach Hause. Okay. Dann müssen wir erstmal anders handeln. Zum einen brauche ich auch erstmal wieder Lavendel. Achso. Jetzt muss ich warten, bis sie Arbeitsbeginn haben. Naja, 8 Bomben können wir dann noch herstellen insgesamt, immerhin. Arbeitsbeginn! Du gehst bitte mal Lavendel holen, lieber Christian. Du kennst die besten Stellen dafür. Das können wir nämlich keiner. Können wir sonst keine Farbe herstellen, wollte ich sagen. So, was ist hier los? Ihr könnt Elfriede in diesem Jahr als Beweis eurer Liebe etwas schenken, um so die Zeit bis zu einer Zusage zu verkürzen. Im Moment müsst ihr noch 3 Jahre warten. Das mache ich wie? Das war nämlich leider nicht im Tutorial erklärt. Was haben wir hier noch? Transport ist angekommen. Ich weiß. Amtsübersicht. Wichtige Personen. Da meine Verlobte. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Moment. Wie geht das? Dynastien? Da? Auch nicht? Wie kann ich ihr denn jetzt was schenken? Ah! Oh! Moment. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Nee, hier auch nicht. Da auch nicht. Wo ist es denn? Nee, nee, auch nicht. Habt ihr keine Silberringe hier?
Moment. Jetzt nochmal langsam gucken. Da. Kostet aber auch saumäßig viel Knete, wa? Egal. Inventar öffnen. G-Stock. Schutzkreuz. Das wäre ja eigentlich noch besser, weil sie ist doch eine Predigerin, ne? Aber nee, mache ich nicht. Ist vom Preis her gerade zu viel. Ich nehme diesen einen Silberring. Und das Coole ist... Moment. Ich könnte den theoretisch auch verwenden. Und der brächte mir ein, dass ich für 3 Minuten 10% höheres Ansehen gegenüber Stadtdienern, Stadtschergen und Informanten genieße. Brauche ich jetzt aber nicht. Hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Sauerei. Was haben wir hier? Kämmerin Magdalena Schnepfenberg ändert ein Gesetz. Die Erbschaftssteuer beträgt nun 25 fette Prozent. Oha. Nimmersatt wurde zur Bürgerin. Was haben wir hier jetzt noch? In der Kirche zur weinenden Jungfrau predigte Bruno Lau heute von den menschlichen Lastern und Gotteslästereien. Dabei verwies der Gottesmann immer wieder auf die schändliche Lebensweise von Landesherr Klaus Hullinger. Also schon ein sehr hohes Tier, ne? Jetzt habe ich einen Silberring gekauft, aber wie gebe ich den jetzt als Geschenk an die Dame? Kann hier halt nichts machen, das ist das Blöde. Rechtsklick drauf bringt auch nichts. Rechtsklick gedrückt halten, komme ich ja auch nicht weiter. Moment. Berufe. Ihr werbt. Ah! Ach so. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Das geht so rüber mit dem Geldbetrag. Eine Küchenschürze? Okay, ich glaube, dann kriege ich eine Ohrfeige. Ein Strauß Rosen für 150. Ein Brotmesser? Damit ersticht sie mich. Oh, muss ich nochmal die teuren 150 ausgeben. Das ist jetzt ärgerlich, das wusste ich nicht. Aber gut. So, gehen wir wieder raus. Gehen wir hier wieder rein. Verkaufe ich den eben nochmal. Achso, geht er hier wieder nicht. Moment. Ach Mist, wo war er denn nochmal? Hier. Aus dem Inventar geht nicht. Dein Ernst? Och, bitte. Muss ich den jetzt ver... Nee, warte. Das kriege ich anders hin. Ich gehe jetzt hier rein. So. 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 Geht das nicht? Nein! Oh, diese Cleverin, wa? Es geht nicht. Oh, ist das fies. Ist das fies. Ah, guck mal, aber der Preis steigt langsam wieder. Jetzt muss ich den Ring verwenden? Das ist nicht euer Ernst. Es war ein Fehlkauf, es tut mir leid. Ah, egal. Vielleicht brauche ich den doch nochmal später. Ah, was habe ich total vergessen? Wir kennen das Spielchen. Wie ist die Zeit? Normal und wir haben schon Mittag durch, okay. Ich bin ja schon fast am überlegen, ob es besser wäre, von Jahreszeit zu Jahreszeit das mal ein bisschen anders zu machen. Dass ich zum Beispiel in einer Jahreszeit 2 Leute losschicke, um Jasmin und Lavendel zu holen. Einer soll Farbe in der Zeit herstellen. Und in der nächsten Jahreszeit dann alle 3 die Bomben herstellen. Damit das einfach mal schneller vonstatten geht. Wir haben jetzt gerade mal eine hergestellt. Okay, eine zweite. Und es ist schon 1 Uhr mittags. Da. Schon 13 Uhr durch. Ich meine, der Christian, auch wenn er unser bester Mann ist, der braucht ein ganzes Weilchen, bis er auch die Kräuter gesammelt hat. Und selbst dann haben wir auch noch nicht so viele da. Also ich müsste dann auch alsbald unsere Lagerkapazität erhöhen. Damit er auch mehr einlagern kann. Das würde die Kapazität kosten. Oh, 400 würde es kosten. Oder? Ja. Nee, nee, passt schon. In einem eurer Kräutergeschäfte fehlen Zutaten. Ja. War zu erwarten. Aber gut, dann könnten wir auch sagen, dass die Elisabeth jetzt helfen soll, weiter Bomben herzustellen. Weil jetzt haben wir ja ein bisschen Farbe da. 6 Stück. 6 Eisen ist exakt 6 Bomben. Wunderbar. Und der Preis steigt langsam wieder. Das finde ich schon mal sehr gut.
glaube, dann bringe ich gleich schon mal zwei rüber. Oder ich warte noch auf die dritte. Es geht jetzt relativ zügig, ne? Ich könnte doch einfach ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Ihr könnt nunmehr neue Studien betreiben, um so einen höheren Meistergrad als Alchemist zu erlangen. Aha. Ha, guck mal einer, schau, wer wieder da ist. Ja? Dann kannst du dich jetzt um die Farbe kümmern, mein Lieber. Da ist jetzt wieder was fertig geworden, alles klar. Nein, ach, ich drücke immer einmal zu oft die rechte Maustaste. Es tut mir leid. Das machst du aber fein, machst du das. So, wir haben drei da. Zack. Bumm. Langsam, wie gesagt, wird der Preis besser, aber auch nur langsam. Im Übrigen, die Marktkarre muss ich zwischendurch dann auch mal reparieren. Ja, du guckst gerade ins Personalbuch. Ich habe auch schon dran gedacht, mein Lieber. Er ist schon 2 Jahre dabei. Okay. Ich glaube, ab 3 Jahren konnte er theoretisch zum Meister gemacht werden oder befördert werden. Wie so ein Dreh. Es soll wieder eine Prämie für euch geben. Schnauz dich mal. So. Freuen sich. Sehr schön. Der ist schwer zu überzeugen, der Junge, ne? Ist immer noch hier auf Kinnhöhe. Na gut. Ist angekommen am Markt? Ihr habt eure Fähigkeiten im Talent verhandeln ein wenig steigern können. Übt nachgiebig weiter. Dann werdet ihr bald eine signifikante Verbesserung spüren. Alles klar. Also wir decken jetzt eigentlich den Bedarf mit Bomben, ne? Wenn der Preis nicht so rosig ist. Wir waren mal ursprünglich bei 600 irgendwas damit. Aber jö, das haben wir fast 2000. Das ist schon mal schön. Geh wieder zurück in unseren Betrieb. Jetzt gucken wir uns einfach die ganzen Nachrichten an. Das ist ja schon wieder so viel geworden hier, ne? Bürgerrecht wurde vergeben. Apropos, ich habe selbst noch keins. Ist er da? Darf ich eintreten? Dankeschön. Auf ein Amt bewerben? Nein. Strafgesetze? War hier hinten nicht auf Bürgerrecht? Ah, ich glaube, es geht noch gar nicht, ne? Ich bin noch gar nicht so weit. Ich kann ja bloß die Gesetze einsehen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Was mich jetzt im Moment nicht interessiert. Hier drüben war, glaube ich, immer an diesen Panelchen hier. Da konnte ich mein Bürgerrecht beantragen. Weil hier ist ja bloß ein Amt und das, die geht nicht, solange ich kein Bürgerrecht habe. Okay, da muss ich wahrscheinlich noch ein Jahr in Anführungsstrichen warten. Also ein Tag ist ja eine Jahreszeit und gleichzeitig ein Jahr. Rechnet sich ein bisschen komisch vielleicht, aber ihr müsst einfach sagen, es ist eine Runde und eine Runde ist ein Jahr. Okay, auch ein Bürgerrecht. Warum ich jetzt unbedingt das Bürgerrecht haben wollte, war jetzt eigentlich nur, damit ich auf dem gleichen Stand bin wie die Elfriede. Da geht es vielleicht noch schneller mit ihr. So, ihr habt unseren Berufsstand Ehre bereitet. Ihr könnt nunmehr neue Studien betreiben, um so einen höheren Meistergrad als Alchemist zu erlangen. Wenn ihr bereit seid für 4 AP aufwenden wollt, so könnt ihr nunmehr in eurem Arbeitszimmer alle nötigen Vorbereitungen treffen. Danke für die Information, aber mir fehlen gerade noch 3 AP. Ah! Oh, ist das sensibel. Mann, langsam bewegen die Maus. Entschuldigt bitte. Da sind 11 Lavende geliefert worden. Dann haben wir Gratulation. Ihr habt eine neue Fähigkeit im Verhandeln, damit ich bessere Preise bekomme. Genau. Kann auch hier einfach einen Rechtsklick machen, dann ist es auch weg. Und der Transport ist da. Ich habe vergessen, Eisen zu kaufen. Mist! Das wollte ich noch schnell machen. Na komm, nimm mal schnell die 2 hier mit, weil jetzt ist der Preis sogar noch besser wie vorher. Schnell, schnell. Husch, husch. Eile, eile. Keine Weile. Ah, manchmal hängt es ein bisschen noch, aber es liegt halt daran, dass ich das hier ein bisschen künstlich in Größe und Länge gezogen habe. Und dann stockert manchmal ein bisschen das Spiel. Aber ich hoffe, es fällt nicht zu negativ auf. So, gehen wir gleich hier hin, damit ich schneller verkaufen kann, weil es schon wieder alles aufgekauft worden. Ich hoffe, es wird mir nicht zum Verhängnis, dass sie dann irgendwann die Bomben gegen mich schmeißen. Sehr schön. Raus damit. Rohstoffe. 5 Eisen wieder da. Wunderbar. Geht einfach schneller. Auch wenn ich zur Mine gehen könnte. Ich könnte mal spaßenshalber gucken. Die Mine müsste ja hier oben sein. Genau.
Was kostet denn das hier? 26? Moment. Im Marktplatz habe ich doch dafür genauso viel gezahlt, oder? Nein, tatsächlich nicht. 36. Okay, es ist also deutlich günstiger, es direkt beim Produzenten zu kaufen. Transport, ja, schnell dorthin. Gleich ablegen. Nein, nein, lass mich doch schnell ablegen. Lass mich ablegen. Nein, ach, du bist so ungnädig. Du bist so gemein. Ah, okay. Das sieht doch schon mal deutlich besser aus von den Zahlen hier. Jetzt haben wir schon mal deutlich mehr Gewinn gemacht diese Runde. 2000 und ein schönes Barvermögen. Plus Prämie, die wir ausgezahlt haben. Obwohl, warte mal. Ich sehe gar nicht die Prämie, ich sehe nur die Personalkosten. Okay. Ist das da schon mit drin, wa? Na gut. Weiter geht's. Ich habe jetzt 6 AP. Warum? In der vorigen Runde hatte ich ja noch 1 AP und jetzt kriege ich wieder 5 neue gutgeschrieben. Das heißt, ich habe sogar auch eine Kapazität, die sich über die Jahreszeiten hinweg trägt, was natürlich super praktisch ist, wenn ich und eine riesige Aktion mal durchführen möchte, die mich zum Beispiel 10 AP kostet, aber ich habe eigentlich pro Runde nur 5 verfügbar, muss ich halt sagen, okay, dann spare ich jetzt die AP ein bis zur nächsten Runde. Ihr könnt nun das Bürgerrecht erwerben. Ah, noch besser. Dann war das wirklich ab 3 Jahre. Und guck mal, es ist auch gleich schon Winter geworden hier. Sehr schön. Aber was ich zuerst machen werde, ist hier reingehen und den Meistergrad erlernen. Warum ihr das hat? Ihr könnt nunmehr für 4 AP das Studium für den Tinkturenhändler Meistertitel aufnehmen. Möget ihr es erfolgreich abschließen. Ja, ich möchte mich verbessern. Das dauert ja ein Weilchen. Jetzt gehen wir ganz schnell noch ins Rathaus. Und da ist das Bürgerrecht. Robin, wollt ihr für 500 Gulden das Bürgerrecht der Stadt Berlin erwerben? Ich will. Ihr werdet benachrichtigt, ob euer Anliegen das Wohlwollen des Ratsherren genießt. Ratsherr, wer ist das und mag er mich? Achso, das kann ich nicht hier sehen. Moment, Amtsübersicht. Das war Landesebene, glaube ich. Das ist Landesherr. Nee, Moment. Ratsherr. Ach, wer war es denn nochmal? Wo finde ich ihn nochmal? Ach. Ratsinformant? Ehrenämter? Gibt's noch nicht? Sind wir wohl noch zu klein als Stadt? Wer ist denn jetzt der Ratsherr, verdammt? Nee, Reichsebene nicht. Das ist ja wirklich schon, also das ist dann so, ne? Bist du einfach mal Kaiser dann in dem Fall. Nee, das sind ja wieder die anderen Dynastien. Bürgermeister, Kämmerin, Richter, Pachtmeister, Zollmeister, Bau. Ist das gar kein richtiges Amt, Ratsherr? Weil ich hätte gerne mal geguckt, ob mich die Person mag. Ob die Wahrscheinlichkeit gut ist. Also hoch ist, dass wir es schaffen. Kann mich auch sein, dass mein Anliegen abgelehnt wird, weil die Person mich überhaupt nicht mag. Na gut, ohne Amt. Oh! Herzlichen Glückwunsch. Nach reiflicher Überlegung und in Anbetracht eurer Spende haben wir entschieden, dass ihr von nun an folgenden Titel führen dürft. Bürger. Sehr freundlich von dir, dass du es für mich vorliest. Das ist sehr höflich. Das ist so ungewohnt, ne? Schön. Haben wir das auch. Ab jetzt darf ich auch theoretisch mich auf Ämter bewerben, aber ihr seht schon, es sind keine freien Ämter. Da muss ich also immer und immer wieder mal auf die Amtsübersicht gucken. Damit ich so schnell wie möglich in ein Amt reinkomme. Und warum ist das so wichtig? Um Ansehen zu gewinnen. Was ist hier passiert? Oh. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Elfriede Klochenhauer hat eurem Werben endlich nachgegeben und will euch nun ehelichen. Ihr schwebt im 7. Himmel. Yippie! Und... Herzlichen Glückwunsch. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Tinkturenhändler. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Tinkturei, gezeichnet die Geheimgesellschaft des Heiligen Gral. Ja, des Heiligen Gral. Alles klar. Wir schlagen sich gerade die Ereignisse. Moment mal.
wo bin ich, wer bin ich und was zur Hölle mache ich hier? Da haben wir die Tinkturerei. Die kann ich jetzt selbst leiten. Ach so. Okay, ich dachte, ich muss jetzt die Hochzeit auch nochmal selbst eingeben, aber... Eine Hochzeit findet statt. War das nicht gerade die Stimme von... Neuigkeiten. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Euer Partner hat euren Verben endlich nachgegeben und will euch nun ehelichen. Kennt ihr noch dieses, Spiel mit Robin Hood? Legend of Sherwood? Was so ähnlich ist wie dieses, ich glaube, Bandidos nennt sich das? Was so ein... Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Jetzt reicht's aber hier! Unterbrecht mich doch nicht immer! Auf jeden Fall die Stimme gerade eben vor dem älteren Sprecher klang original wie der Robin Hood. So, na endlich! Achso, jetzt geht's wieder nicht. Ach was. Ach schau. Werte Anwesende. Wir haben uns hier zusammengefunden, um den heiligen Bund der Ehe zwischen diesem Mann und dieser Frau zu beschließen. Wollt ihr diese Frau zu eurem angetrauten Eheweibe nehmen? So antwortet mit Ja. Käsetoast. Ja, ich will. Wollt ihr diesen Mann zu eurem angetrauten Ehemann nehmen? So antwortet mit Ja. Ja, ich will. Käsetoast. Damit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Küssen ist verboten. Und mehret euch. Achso, Küssen ist dann wieder nur in den eigenen vier Wänden erlaubt. War tatsächlich im Mittelalter teilweise in der Öffentlichkeit verpönt, sich zu küssen. War nicht gern gesehen, sagen wir es so. Dinge, so viele, auf einmal, was war es? Ach so, eine andere Hochzeit hat ebenfalls stattgefunden. Ach so, der Erwin und die Astrid, verstehe. Okay. Gut, jetzt aber da. Rein da. Dahin. Dahin. Kann ich jetzt hier? Ei, für teures Geld könnte ich jetzt jemanden suchen, der das Ding leitet. Nee, das war jetzt nicht mein Anliegen. Warte mal, er ist jetzt seit 3 Jahren dabei. Ich kann ihn jetzt befördern. Ah, 4 Jahre braucht er. Mist, okay. Ich hatte irgendwie 3 in Erinnerung noch, aber wie gesagt, es ist wie schon über 15 Jahre her, dass ich gespielt habe. Aber gut, dann ist dem halt so. Seine Laune steigt immer noch nicht. Ich glaube, ich werde mal eine höhere Prämie zahlen. Machen wir mal 60 diesmal. Freuen sich. Ansonsten muss ich das Lohnniveau allgemein mal anheben. Hier sehen wir bloß unseren Karren. Kann ich den von hier aus auch reparieren? Nee. Na gut. Ich werde den jetzt aber endlich mal reparieren. Auswählen. Eisen abladen. Stimmt, ich wurde ja dabei unterbrochen. Da war ja was. 5 und 7. Wir brauchen schon wieder Jasmin, ne? Naja. Reparier erstmal. Dann gehen wir mal kurz hier hin und sagen der Elisabeth, dass die jetzt mal Jasmin holen soll. Und der Christian soll bitte Lavendel holen. In der Zeit kann Christine nämlich weitermachen mit der Produktion. Dann wollte ich noch Dinge tun, die aber sehr teuer werden. Hier ist der Meisterbrief. Ihr leitet diesen Betrieb selbst. Ja, mir reicht es. Was? Es gibt ein Inserat beim Rathaus? Was? Moment mal! Nein! Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Suche dringend einen benadeten Alchemisten. Bitte schnell melden. Nein! Ach, ich... Ich hab versehen. Meister stellt sich in einem eurer Betriebe vor. Nein! Was kann ich tun? Nein! Mein Geld! Nein! Ich hab mich verklickt. Aha! Nein!
Mein Geld! Verdammt! 900 Ocken hat die jetzt gekostet. Oh nö! Ja, der Herrgott, tu das not. Oha! Oha! Was kosteten die jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nicht so gewollt. Das war so nicht gewollt. Ich wollte eigentlich Christian befördern, dass er halt als unser ältester Angestellter mit der Zeit dann die Trude hier ersetzen wird. Aber ach du Heilige. Eieiei. Geht die jetzt selbstständig verkaufen und so? Ja, der Karren ist nicht da. Ja, sie geht gerade verkaufen. Wo ist er denn gerade? Kommt gerade an im Marktplatz. Ich mach mal normale Geschwindigkeit. Ach, Herr Jemini. Habe ich mich richtig fies verklickt. Das wollte ich gar nicht. Was? Nur 470? Hat sich bei seiner oh. Arbeit verletzt. Das ist schlecht. Das war jetzt aber nicht viel Geld, was dabei rumgekommen ist, ne? Hä? Moment. Ach, war gleich wieder eingekauft, oder wie? Jetzt stellen die Tränke her. Ach, nö. Ich will nicht, dass ihr Tränke herstellt. Ihr sollt Bomben herstellen. Aber dafür haben wir doch Eisen gekauft. Ach, oder sie wechselt immer je nach... es kann sein, dass Tränke gerade einen guten Preis erzielen. Oh, jetzt wiederum nicht mehr. Und die Bomben halt zu wenig Geld abwerfen. Hat sich verletzt, die Christine, die Adeptin. Gleich mal dahin. Und wie kann ich ihr jetzt helfen? Hier? Kann ich ihr jetzt helfen? Kann ich sie zur Behandlung schicken? Wie geht das? Moment. Ja gut, das ist jetzt natürlich blöd, ne? Also jetzt kann ich gerade das Unfallrisiko nicht senken. Kostet mich alles Geld hier. Was ist hier los? Die Erhöhung der Lagerkapazitäten eurer ist abgeschlossen. Ah, jetzt weiß ich, wo das Geld hin ist. Sie hat die Bomben verkauft und gleich im Anschluss hat sie die Kapazität erhöht. Darum kümmert sich Trude Mecker. Ja, ja. Lass mich doch trotzdem mal gucken. Oh, ich darf nicht mal mehr reingucken. Oh, ich bin arbeitslos. Versehentlich arbeitslos. Oh, nö. Ich kann nicht mal mehr gucken, wie sie jetzt die Leute verwaltet. Oh, wie gemein. Das ist ja fies. Trude, erzähl mir doch was. Ich bin Besitzer. Lass mich da reingucken. Oh! Verdammt. Jetzt habe ich aber so viel Geld für sie ausgegeben. Ich möchte sie jetzt so ungern einfach wieder entlassen. Ich könnte sie entlassen, wohl bemerkt. Oha. Nee, dann hilft nur eins. Vorspulen. Einfach hoffen, dass sie uns jetzt ordentlich Gewinn einbringt, damit ich dann halt in der nächsten Runde und gleichzeitig nächsten Folge uns ein neues Gebäude bauen kann. Ich habe keine Ahnung, wie teuer das wird. Guck mal gleich mal in der nächsten Runde. Wenigstens sind jetzt noch die Lohnkosten fix drin. Die Steuer hat sie nicht berücksichtigt, weil sie erstmal gleich die Kapazität ausbauen musste. Eieieiei. Das war jetzt echt nicht gut. Ja, ich kann es mir nicht leisten. Es tut mir leid. Die hat uns über 300 gekostet. An Lohn alleine. Ach Mist. So viel Geld einfach weg. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte gucken, was das ist. Ah! So, jetzt kann ich euch wieder nicht steuern, ne? Natürlich nicht. Nee, das ist schiefgelaufen, aber gut, passiert. Haben wir halt das Let's Play ein bisschen verlängert, ne? Ist die jetzt immer noch hier? Nee, das ist die Elisabeth. Ja? Sag mal, du weißt schon, dass du eigentlich Feierabend hast und nach Hause gehen kannst, oder? Oder nach oben auf dem Dachboden, da haben wir bestimmt eure Schlafstuben eingerichtet. Naja, komm.
So, gleich ist 23 Uhr. Das ist natürlich blöd gelaufen. Ich dachte, wenn ich da raufklicke bei diesem Meisterding, dass ich dann einfach nur das Fenster schließe. Es sieht schon wieder mau aus. Ach Mann. Ach. Nee, nee, nee. Jetzt haben wir 7 AP. Will ich gleich nochmal in Handwerkskunst reinschulen. Falsches Gebäude. Gehen wir hier rein. Oder warte mal, ich gucke nochmal nach. Ja, Handwerk ist das nächste, was ich machen sollte. Ich will immer gerne Handwerk und Verhandeln hier in dem One jetzt immer gleich halten. Übrigens, dieses I, was aussieht wie eine Kerze, ist tatsächlich eine Kerze und ist so eine Art Lebenserwartungsanzeige. Je länger die Kerze, desto älter werden die Personen. Kann sie jetzt eigentlich auch was für uns tun? Nee, ich kann immer bloß ihn steuern, ne? Sie selbst kann ich, glaube ich, nicht steuern. So. Zack. Und in der nächsten Runde können wir dann sogar 2 Sachen verbessern. Was jetzt passiert? 11 Jasmin gebracht. Zu Beginn gleich schon? Okay, das ist cool. Dann geht gleich nochmal los und hol Lavendel. Ihr seid der Meister. Ach, guck mal, jetzt ist ja die Kapazität höher. Wie man schon sieht, jetzt ist doppelt so viel einlagerbar. Eine Hochzeit findet statt. Oh, wir bekommen ein Kind. Eine Hochzeit findet statt. Ich habe jetzt welch trauriger der Tag gelesen. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Alles klar. Achso, sie ist... Achso, ich dachte schon, sie stirbt gerade. Oh, wäre das doof. Herzlichen Glückwunsch. Eure Frau hat euch einen Sohn geboren. Und Leute, ihr müsst euch mal bedenken, das Spiel ist einfach mal 20 Jahre alt. Bert? Nee. Ah, nee, der Name soll ja bestehen bleiben, wa? Ah, Schreihals geht auch nicht. Wie nennen wir ihn? Als lieber Gruß an meinen Moderator Cookie, der Sven. Ihr wünscht? So. Ah, nee. Eigentlich sollst du das nicht machen. Ja? 5 sind da, hier sind 7 da. Nee, stell bitte Bomben her. Obwohl, eigentlich... Ich kann jetzt noch den einen Trank herstellen lassen. Und wenn der fertig ist... Ja. Der Papst hat heuer sein Leben ausgehaucht. Die Gläubigen der Welt trauern und klagen. Oh, klarer Fall von Pech gehabt, ne? Ja, mein Beileid, meinte ich. Entschuldigung. So, wieder normale Geschwindigkeit. Jetzt kommen wir gleich wieder auf den grünen Zweig, Leute. Aufpasse. Zack. Boom. Ziel. Könnte ich das eigentlich auch zu jemandem bringen, der das gebrauchen kann? Hier Schmugglerloch zum Beispiel. Wäre auswählbar. Wer wäre noch auswählbar? Eine Siederei? Okay. Aber ich glaube, mit denen müsste ich natürlich erstmal irgendwie Handelsbeziehungen aufbauen. War oder irgendwie eine Freundschaft oder sowas in dem Dreh. Ich weiß gar nicht genau, wie das alles funktioniert, aber wir finden es noch gemeinsam raus. Und zwar wieder ab der morgigen Folge. Ich finde jetzt dafür, dass es halt in Anführungsstrichen nur eine Stunde war, ist echt saumäßig viel passiert. Und es geht noch weiter. Ich freue mich drauf, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen ab 17 Uhr wieder rein. Ciao.